Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute schauen wir uns den T28 an. Den Namen, ganz ehrlich, seid nicht böse, aber keine Ahnung, ich bin vielleicht zu alt für diesen Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll. Deswegen sage ich einfach, XR spielt den Panzer, habe ich mir selber rausgesucht. Karte ist Ensk und der T28 für die Karte ist natürlich jetzt nicht ganz verkehrt. Die Art, die stört so ein bisschen, wobei, aber aus eigener Erfahrung kann ich mittlerweile sagen, dass Ensk so wirklich die mit Abstand schlimmste Arti-Karte ist. Also da habe ich gefühlt auf Himmelsdorf mehr Spaß mit der Arti. Also so schlimm ist die Arti hier jetzt nicht zu bewerten. Da gibt es definitiv Karten, wo sich der T28 mehr vor ihr fürchten sollte. Und jetzt hier in der Mitte gleich den T44-100. Aber schlecht getroffen, denn erstmal hier gekettet den Rheinmetall da im Hintergrund. Jetzt ist er gerade so ein bisschen unschlüssig, auf wen er gehen soll. Er denkt sich, oh, der Rheinmetall, der ist der Schlimmere. Deswegen geht er erstmal auf den. So, sein T44 fahrt er dem Rheinmetall schön in den Schuss zugesehen. Also, ein bisschen hier in die Optik. So, jetzt ist der Rheinmetall zu. Aber er macht nochmal da einen hinter, hat sein Scherenfernrohr aktiv gehabt und dann wurde er gespottet und dann hat es auch gereicht. Und das hat gepasst. Sehr guter Anfang schon mal gegen den Rheinmetall. Rheinmetall weiß nicht, warum der nicht geschossen hat. Hat vielleicht ein bisschen Respekt gehabt. Kein Bock auf die Antwort, man weiß es nicht so ganz genau. So, der T44, der wollte es ja auch nochmal probieren, aber der hat sich da versteckt. Erstmal ist jeder so irgendwie, keine Ahnung, T28, schieß mich bloß nicht ab. Scherenfernrohr und Tarnetz wieder aktiv. Jetzt kommt der CDC rausgefahren, auch der bekommt sofort eine Begrüßungsschelle. Und er geht da nicht auf, das ist das Schöne. Das heißt, er kann hier einfach mal den Damage farmen. Das ist natürlich immer super, wenn man einfach mit Tarnnetz und Scherenfernrohr den Gegner aufmachen kann, die Schüsse rausbratzt und trotzdem hat man selber nichts zu befürchten. So, den CDC, den lässt er nicht so schnell wegkommen. Da dachte sich der CDC, oh, dann fahre ich halt auf die andere Seite und er denkt sich, nee, tust du nicht. So, gerade so hat der CDC hier nochmal da rumdrehen können. Jetzt vielleicht nochmal durch die Gleise durch. Aber da ist der CDC jetzt cleverer gemacht. Und jetzt probiert er es wieder. Denkt sich, hier komme ich da daher. Und da kommt der T28 wieder ums Eck. So, jetzt Löwe neben ihm. Da muss er aufpassen. Vielleicht genau vorne aufs Laufrad. Sehr schön. Kette ziehen. Und den Löwen da einfach mal behalten. Jetzt hat der Löwe sich gedacht, nee, den Scheiß tue ich mir nicht mehr an. Da haue ich jetzt mal ab. Aber von hinten bekommt er vom Oho sofort eine. Und der Löwe nimmt jetzt erstmal den Patriot hinter ihn. Dementsprechend hat er hier da nochmal nichts bekommen. Und auch hier jetzt gekettet. Und die Arti. Der erste Hit der Runde galt der Arti. Und ich sag noch, die schlimmste Arti-Karte. Mai, 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 schon lügt sie mich. In dem Fall meiner Worte. Aber egal. Denn ihm ist jetzt natürlich einfach nur wichtig, hier jeden einfach zu beschädigen und zu zerstören. 4 Kills hat er schon. Der WZ vielleicht hier sehr gut unter dem Waggon hinweg. Konnte den da ausschalten. Und der Gegner ist hier eigentlich so gut wie durch. Der hat nur noch... Ja, jetzt ist er definitiv durch. Oh, da hat er ein bisschen zu früh geschossen. Da hat der T28 Prot da die Granate nicht geschluckt. Und auch der zweite Treffer auf die Wanne war kein Schaden. So, jetzt nimmt er erstmal den T54, bevor der hier rumkommt. Aber der Prototyp weiterhin hier auf ihn drauf. Jeder Schuss ein Damage. Und jetzt der IS-6 mit HI. Also jetzt kommt der richtige Problem. Auch sein Motor ist schon hinüber. Da braucht jetzt Support. Aber schön jetzt den Brot unter den Gleisen oder unter dem Waggon durchgeschossen. So, jetzt ist er gekettet. Sehr schöne Unterstützung, die er da vom Oho erhält. Denn der war wichtig, sonst hätte der ihm jetzt umfahren können. Aber so kann er sich jetzt weiter hier den Gegnern widmen. Der Motor stottert natürlich, der ist hinüber. Den müsste man ersetzen, aber die nächste Werkstatt ist noch weit weg. Dementsprechend muss er damit erstmal durchhalten. So, der IS-6 ist vielleicht immer noch auf seinem HE-Trip, man weiß es nicht ganz genau.
Aber seitlich kann er den IS-6 locker und einfach beschädigen. Wer den T28 jetzt nicht so auf dem Schirm hat, den hatten, glaube ich, sehr selten. 248 Durchschlag und 297 mit Premium. Einfach nochmal nebenbei die Fakten erwähnt, weil, wie gesagt, das ist ein Panzer, den sieht man wirklich selten. Auch ein Grund, warum ich dieses Replay rausgesucht habe. Nochmal hier den Bounce vom Jagdtiger bekommen. Aber er geht erstmal auf den IS-6. Schlechte Entscheidung meines Erachtens. Er hätte jetzt erstmal den Jagdtiger rausgenommen. Ist eine Kanone weniger. Und genau so ist es. Der Jagdtiger hat ihn jetzt hier beschädigt. Also den Hit hätte ich definitiv vorher auf den Jagdtiger gemacht. Aber wenn er jetzt Glück hat, IS-6, er wackelt ja so ein bisschen. Bounce dann nochmal den IS-6-Schuss und er kann es hier nach Hause holen. Ja, das war's. Mein Replay of the Week. Da gab es natürlich schon das eine oder andere, was besser war. Gebe ich ehrlich zu. Aber mich hat der Panzer ein wenig gejuckt. Und 1944 Erfahrung muss man trotzdem erstmal einfahren. Aber ich weiß, viele und euch werden gleich sagen, oh, war schlecht. Ich fahre jede Runde besser. Wenn dem so ist, dann lasst mich das A wissen und B, schickt mir das Replay zu. Ich freue mich sehr. Unten in der Videobeschreibung steht, was ihr machen müsst. Haut's rein. Macht's euch einen schönen Tag. Euer Alcaramba.